herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ständer Mixed. Heute machen wir einen Cocktail, der so ein bisschen wie das Langnese Eis Solero schmeckt, nämlich ein Prince. Ich weiß von anderen Locations, die diesen als in einer kleinen Abart als Pain verkaufen oder auch alkoholfrei als Solero, habe ich den schon mal gesehen. Ich habe den als Prince gelernt und zeige ihn heute. Mit dabei sind folgende Hauptdarsteller: Likör 43, Tequila, Maracuja-Saft, Kokosirup, etwas Sahne, denn ihr wisst aus meinen Kochvideos, Fett ist Geschmacksträger. Dazu brauchen wir einen Shakerbecher mit Eis und vom Boston Shaker ein Oberteil. Ganz kurze Shakerkunde: Das, was ich hier in der Hand habe, ist ein sogenannter Boston Shaker. Es gibt auch noch den sogenannten dreiteiligen Hausbar-Shaker. Der sieht so aus. Guckt euch gar nicht weiter an, ist Müll. Also wenn ihr euch tatsächlich einen Shaker zulegen wollt für zu Hause, fahrt mal nach Ikea. Da gibt es diese Boston Shaker tatsächlich schon für relativ kleines Geld. Und damit seid ihr einfach gut unterwegs. Da habt ihr Platz drin, damit könnt ihr arbeiten. Das geht. So, wir befreien einmal das Eis vom Schmelzwasser. Fangen nun an mit Likör 43. Nehmt ihr gute 4 cl von. Wie gesagt, gute 4 cl. Vom Tequila 2 hinterher. Irgendwovon muss er ja betrunken werden, ne? Schluck Sahne. Den Kokosirup. Sowie Maracuja-Saft. So, Shaker-Oberteil drauf, einmal draufhauen. Und das Ganze kräftig schütteln. Zum Aufmachen des Bechers, ganz einfacher Trick. Ihr seht, das Glas hängt da leicht schief drin. Und an der Seite, wo das Glas weg ist, da haut ihr einmal kräftig gegen und nehmt einfach das Glas ab. Nehmt dann ein Hurricane-Glas und füllt den fertig geschüttelten Cocktail dort hinein. Servieren, wie immer, auf der Cocktail-Serviette. Strohhalm da rein und Prost! Und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt, der Ständer mixt dein Lieblingscocktail.